das ist eigentlich ziemlich interessant, weil wenn ich so an meine Oma denke, die hatte schon mit 20 keine Zähne mehr im Mund. Und ich habe ja eine Funktionsstörung auf der linken Seite, ne? Also habe ich ja hier diesen Abschliff. Der wurde ja reingezüchtet, ne? Also man sollte ja die Zähne verlieren, weil ihr Angst hattet, man könnte beißen, wenn man euch einen bläst. Ihr hattet Angst vor den Frauen. Deswegen habt ihr die Frauen so gezüchtet, dass sie eine linksgestörte Funktionsstörung haben, damit der Kiefer beim Blasen nicht mehr zuschnellt. Weil wenn du eine Funktionsstörung hast, hast du nämlich hier ein bisschen viel Knochen. Das heißt, der Knochen renkt sich immer aus beim Blasen. Kannst du gar nicht blasen, ne? Der Kiefer bleibt dann stehen und da musst du mit der Hand quasi den Kiefer einrenken. Und wenn du das Glied dann noch im Mund hast, dann kann das zu bösen Bissspuren führen. Und bei eurem kleinen Penis kann das ziemlich wehtun, Leute. Und deswegen habt ihr die Leute so gezüchtet, dass sie eine Funktionsstörung kriegen, beziehungsweise habt ihr die Frauen so gezüchtet, dass sie eine Funktionsstörung hier haben, damit die mit 30 keine Zähne mehr im Mund haben. Deswegen habt ihr jetzt auch erst ab 30 mich kontaktiert, weil vorher hattet ihr zu viel Angst vor mir. Vorher hattet ihr zu viel Angst vor mir, weil ich habe eigentlich ziemlich gute Zähne. Und es ist eigentlich sehr interessant, weil im 18. Jahrhundert beziehungsweise 1860 so rum, also 19. Jahrhundert, wurden Prostituierte teilweise ohne Zähne gezüchtet und mit Kinderlähmung gezüchtet. Und wir hatten in der Familie durchaus auch Fälle von Kinderlähmung. Also Prostituierte wurden so harmlos gezüchtet, dass sie keine Zähne im Mund hatten und dass sie teilweise Kinderlähmung hatten. Denk mal drüber nach, ne? Ursache und Wirkung, Leute. Es ist einfach. Es ist so einfach, Leute. Man muss nur nachdenken. Also dafür braucht man kein medizinisches Wissen, um das zu wissen, Leute. Ohne Zähne im Maul kann man nämlich besser blasen. Dann kann man sich besser inzestuös fortpflanzen, Leute. Denk mal drüber nach, ne? Woher das kommt, dass ihr keine Zähne im Maul habt. Das liegt daran, dass man ohne Zähne besser blasen kann, ne? Und sich dann besser inzestiös fortpflanzen kann. Denkt mal drüber nach, ihr kleinen Blasehasen, ne?